YouTube und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute LS15 auf der Meppinger Oberlande 1988 zusammen mit dem McManus und dem Werner von Burning Gamers. Hi Leute. Hallo. So, back to the roots hier, meine Freunde. Soll ich dreschen? Ja, ne? Ja. Wir Kannst waren letztes machen. Mal mit stehen geblieben. Ja, wollen Genau. wir die Zuschauer noch eben sagen, für die, die es nicht wissen, dass wir im Livestream ein bisschen weitergespielt haben? Ja, können wir machen. Ja, Leute, wir haben im Livestream bei Timo bei Twitch/McManus ein Ich bisschen wusste es, dass es weitergespielt. kommt. Also hat er irgendwas verbockt, weil er sich, ne? Ja, Oder? irgendwie weiß ich auch nicht. Okay. Ich glaube, der hat eine Schwellung im Gehirn oder so. Keine Ahnung. Okay. Ach ja, so, Mischstation 1 Heusilo leer. Ja, das wissen wir schon. Was wir machen müssen und was wir leider immer noch nicht haben, ist ein Mähwerk, ein altes. Oh, ich habe da eins. Ich habe Ah. eins gekriegt. Du hast eins? Ja. Oh lol, da müssen wir das wahrscheinlich Der reinschmeißen. liebe LS Marco, ich kenne es ja bestimmt auch noch, Na klar. Gamescom und so, der hat uns extra einen aus dem 13er umkonventiert und extra hier stylisch für den Aber ist er 15er. denn fehlertechnisch Er auch? sagte, ich habe ihn gefragt, er sagte fehlerfrei, alles okay, kann man Lockfrei, benutzen. okay, cool, Ja. sehr nice. Das ist natürlich cool, Marco. Das ist Sehr, richtig cool, sehr, super. sehr, sehr nett, ja. Ja, auf jeden Fall. Da gibt es doch direkt mal einen Daumen nach oben, Marco. Und da gibt es noch eine Spitze. Hey. So, na gut. Wo soll das Weizen hin? Du kannst es zur Brauerei bringen oder ins Lager. Brauchen wir denn bei der Brauerei aktuell noch was? Du kümmerst dich jetzt erstmal Wasser bei der Brauerei, Ich ne? bin jetzt erstmal am Wasserfahren die ganze Zeit. Weil wir haben ja im Livestream gesehen, wir brauchen sehr, 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 sehr viel Wasser für die Brauerei. Und wir haben ja Gott sei Dank ein sehr großes Fass. Ich werde das einfach zwei, drei Fuhren hinbringen und dann mal gucken, wie das Ja. läuft eigentlich. Also die Brauerei verschlingt das Wasser in Massen. Aber ist auch gar nicht so schlimm, denn Wasser ist halt, wie gesagt, hier auf dieser Map sogenanntes Volkseigentum, wie es früher war. Das heißt, es ist kostenlos. Und ja, deswegen ist das Ganze gechillt. So, ich habe noch 9% Freezy, dann muss ich leider erstmal los. Ja. Na? So. Dum, dum, dadadada, dum, dum. Also bei dieser Konstruktion hier mit diesem Fass ist auch sehr fragwürdig, ob das früher wirklich so war. Ach so, du meinst das, ja. Weil im Prinzip steht das Ding einfach nur auf einer Plattform drauf. Mit dem Dolly, ne? Ja. Aber ist ne, von der Idee her finde ich es ganz gut. Ja, sieht halt sau unrealistisch aus, ne? Irgendwie. Finde Ah, ich. weiß ich Keine Ahnung, ich nicht. weiß nicht. Ich kenne mich zu wenig aus für diesen Oldtimer oder Youngtimer, ich weiß nicht, wie man das nennt. Ich glaube, bis 25 Jahre Youngtimer und ab 25 Jahren Oldtimer. Also ich glaube, so 15 bis 25 ist Youngtimer und ab 25 Jahre ist Oldtimer. Okay. Kann aber auch schon wieder alles anders sein. Ja. Weil du kriegst ja so eine Hartzulassung nur für einen so richtigen Oldtimer, ne? Okay. Ich weiß nicht, ach so, das kennst du vielleicht gar nicht. Es gibt, ich weiß nicht, ob es das bei euch gibt. Haarzulassungen. Oh, lol. Weiß nicht, ob das jetzt eine H bei uns heißt, aber es gibt auf alle Fälle spezielle Zulassungen für Oldtimer. Das gibt es auf alle Fälle. Was es auch gibt bei euch, sind personengebundene Nummernschilder, nicht Fahrzeug, ne? Personengebunden, weiß ich jetzt nicht. Du warst Schweiz oder Österreich? Österreich. Ja, ist es nicht so, dass das Nummernschild, was du hast, personengebunden ist und du das theoretisch an jedes Fahrzeug anmachen kannst? Nein. Nein, 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 Und nur für nein. das teuerste bezahlst? Nee, das ist das sogenannte Wechselkennzeichen. Das heißt, es ist ein Kennzeichen, was auf mehrere Fahrzeuge zugelassen ist. Ja. Das gewährt, ja. Ah, okay. Das Und du gewährt. bezahlst das teuerste, oder wie ist das? Du bezahlst das Teuerste, bin ich der Meinung. Ich hatte sowas noch nicht. Tatsächlich ist es wohl. Das gibt es in Deutschland nicht, ne? Nein. Weil das wurde mir schon öfter bei uns am TS auch gesagt, ah, warum gibt es das bei uns nicht? Ich würde mir drei Karten kaufen, eins noch fürs Wochenende, eins Ja. zum Arbeiten und eins, weiß ich nicht, so just for fun halt. Ja. Nee, tatsächlich, weiß ich nicht. Find das eine gute Sache. Ich finde das super. Ja, es bringt auch nichts, wenn du jetzt alleine bist und du hast drei Fahrzeuge, du kannst nicht alle drei auf einmal fahren. Richtig. Und Ergo, musst aber trotzdem ne? alle drei anmelden und bezahlen bei uns. Ja, das ist Quatsch. Ja. Aber so ist er. Ja. Naja. So, dann bringe ich das mal zur Brauerei, die Gerste, weil ich wüsste nicht, was wir sonst damit anfangen sollten. Ja.
Ich glaube, wir haben noch ein bisschen was im Lager. Ich hatte letztes Mal eine Fuhre Hafer verkauft tatsächlich. Ja. Und wir müssen uns mal überlegen, was wir mit der ganzen Mischration machen. Ja, direkt, zu den Kühen? Wollte ich gerade sagen, direkt in die Kühe rein. In die Mast? Haben wir da schon welche? Nee, aber wollten wir ja. Ah, okay, genau. Wir wollten ja so ein bisschen auf Tiere hier gehen auch. Ja, finde ich gut. Find ich Weil sehr wir gut. halt die ganzen Mastbetriebe haben, ne? Ja, der bietet sich an, ne? Mhm. Füssi ist ja für die Kaninchenmast zuständig, ne? Hoppelhäschen? Die kleine Rammler. Ah. Anhänger, Anhänger, Anhänger. Ruhig. Müssen ein bisschen gezügelt werden immer mal hier, die Jungs. Ich kann Mischration nicht verkaufen. Okay. Hast du jetzt Mischration geladen? Nee, ich bin immer noch mit dem Fass unterwegs. Bin gerade jetzt an der zweiten Fuhre beim Aufladen. Oh. Schütt ein bisschen daneben, glaube ich. Na. So, ich fülle hier mal noch die Silos mit Gerste. Müssten mal nach unserem Getreide. Ah, nicht Getreidetrockner. Wie heißt denn der? Ja, das ist der vierte. Naja, ich weiß schon. Der Seedmaster. Nee, nicht der Seedmaster. Der Silage macht. Ach jo, der ist. Ach nee, da hatten wir vorgespult. Schon gut. Geh mal gucken. Ich bin gerade hier in der Nähe. Wie musste das Grün nochmal aussehen? Dunkel oder hell? Grün. Ja, es muss grün sein. Ist fertig, komplett bis oben hin. Oh, da komme ich mal direkt vorbei. Ja. Lager haben wir 300.000 Liter. Achso, jetzt weiß ich, eine Sache haben wir nicht geklärt, ne? Dass das Einlagern am Hof was kostet, war ein bisschen doof, ganz ehrlich, oder? Ja, gut. Ja, das war echt doof. Aber wir müssten uns erst die BGA kaufen, bevor wir dort die Silos befüllen können. Und das ist ja, ne? Sonst haben wir ja am Hof keine Silos. Was, die BGA? Müssen wir was kaufen? Ja. Ja, es gibt hier sehr viele kaufbare Objekte. Ich habe das mal im Singleplayer angeguckt. Ist ja nicht richtig geil. Aber wir könnten vielleicht die ganze Silage. Ah, nee, jetzt können wir die auch nicht verkaufen, ne? Ja, weil du kannst. Ich hole jetzt auf jeden Fall mal zwei Anhänger Silage ab und schaff sie in den Mischer. Ja, was soll ich denn so lange eben machen? Weil Drescher ist voll, steht am Feld. Muss ich mal warten, bis du wieder da bist. Ach so, ja. Könntest du den ÜLW nehmen, oder? Den ÜLW hochfahren, ja. Den Frontlader? Frontlader. Dieser wunderhübsche, beige Ding. Ja, der steht hier oben am Seedmaster. Ach so, ja. Ja, gut. Fahr den mal runter. Ey, warte mal. Ey, wir haben hier doch Silos, sehe ich gerade. Meine lieben Freunde. Was denn für Silos? Ja, wir haben hier Silos. Die Silos haben wir bei den Silos. Da, wo auch der Seedmaster ist und die Futtermischstation. Hier sind drei Silos. 1, 2, 3. Aber ich weiß nicht, ob hier Stroh reingeht. Nicht, ne? Ich weiß es nicht. Ja, ich hatte mal eine Map gespielt, ich weiß jetzt gerade den Namen nicht, da konntest du aus Stroh Silage machen. Da fand ich irgendwie total doof, weil also wenn du abgeerntet hast, immer da rein, Silage. Aber was willst du jetzt mit den Silos? Wir haben doch hier Silage fertig. Ja, wir waren ja darüber überlegen, dass wir kein Geld mehr dafür zahlen, dass da Silage raus wird. Weil wir sind ja so krass in das Minus gegangen, wo wir das Ding aufgefüllt haben mit Pro die ganze Zeit. Ja, aber in die Mischration kann man es ja werfen, das würde ja nicht das Problem sein. Okay. Nee. Aber wir können nur die Silage, warte mal, wir können die Silage, Eventudel. Wir müssten mal gucken, dass wir an Geld kommen. Richtig. Ja, weil wenn wir die Silage verkaufen könnten, das würde uns helfen. 300.000 Liter, das gibt uns auf jeden Fall richtig Kohle. So, BHG. An der BHG können wir die Silage verkaufen. Was ist die BHG? Heizwerk MTS gibt 400 pro Tonne, ist das meiste sogar. Das ist ein guter Preis. Ja, ja dann. Heizwerk BHG. MTS. Oder das Heizwerk MTS, das wäre das. Ah, Heizwerk MTS ist oben beim Industriegebiet. Muss man auch nicht kaufen, so wie es aussieht. Okay. Wo hast denn du. Achso. Wie sieht du. Kannst du dir den ÜLW holen? Weil ja, ich bin damit schon jetzt gleich am Hof. Ja. Du könntest auch, wenn der Trecker zu langsam ist, den LKW nehmen. Ich glaube, der ÖLW würde dran passen, oder? Ja, stimmt. Du kannst auch den LKW nehmen. Ja, sie. Weil da geht ein bisschen flotter. Da geht die Lage rein? Ja, nee, aber du kannst ja den ÖLW dranhängen. Oh, Junge, da brauchst du aber eine Nackenschelle. So, stier. Jetzt weiß ich wirklich nicht, was geht das so langsam auf den Sack, ja. Bissi, du nimmst den LKW, machst den Blödsinn! ÜLW dahinter und kannst dich abtanken.
beim Dreschen. Boah, nimm den LKW und häng jetzt den ÜLW da dran. Was ist denn da nur so schwer? Bist nur blöde. Ich muss mir auch ein Soundboard kaufen. Wie soll ich denn den LKW, ein LKW an den ÜWL? Boah, machen? Ich glaube, ich klatsche ihn jetzt eine. Freezy, willst du Wasser fahren? Freezy, du nimmst jetzt den LKW, fährst mit diesem Kack-LKW rückwärts an den Kack-ÜLW und drückst Q! Geht das? Ja. Freezy? Ja, ja. Ist es jetzt verstanden? Was ist hier ein Bild malen? Klickst per Skype? Freezy? Ja, ich mach das jetzt. Ja, was war das Problem, Alter? Ja, weil ich nicht verstehe, wie man ein LKW an einen Trecker dran macht. Oh lol. Freezy, Abkürzung ÜLW heißt was? Der ÜLW ist der Überladewagen. So. Jetzt ist er stehen geblieben. Was? Pfosten. Ernsthaft, jetzt Freezy? Der Überladewagen ist ja voll, Alter. Mit was denn? Keine Ahnung. An dem bin ich gerade vorbeigefahren. Freezy, was ist denn los jetzt? Ach, der steht hier noch. Was ist denn da drin? Ich glaube, mit mir redet er nicht mehr. Er hat dich gemutet. Ja. Das habe ich auch das Gefühl. Freezy? Ah, wir könnten... Ja, was ist denn? Oh, lol. Junge, ich rede mit dir! Ja, ich hab's doch mitbekommen. Ich soll da den ÜWL bla Ding am LKW dran machen. Ich hab gedacht, der ÜWL... ÜLW. ÜLW ist dieser Traktor hier. Und ihr redet die ganze Zeit von LKW. Ach so. Und ich denk mir, wie soll ich einen LKW... LKW an einen Traktor dran machen? Und ich denke, sind die besoffen oder was? Und jetzt habe ich sie gecheckt. Und jetzt ist alles gut und jetzt... Und jetzt ist wer besoffen nochmal? Ja, na, komm mal eben, bitte. Was ist jetzt schon wieder? Ich bin durch, ne? Umgekickt. Oh, lol. Ich bin gerade was. Oh, nee. Das kann 2 Minuten. Fresh Prince Freezy heute wieder. High Life, ey. Ohne Mist. Ey, ich sag dir, 4 steht für was Lifestyle. Komm gleich, Moment. Warte. Ich habe nur 36 Liter. So, Tino, ganz kurz. Es sind jetzt 77 Liter, 77% Wasser. Du bist schon da, okay. Wir bräuchten hier mal ein bisschen Weizen. Weizen haben wir im Lager, Weizen. Oder? Haben ja. Wir im Lager? Ich glaube, der ÜLW hat auch Weizen drin momentan, ne? Freezy? Dann, also, du weißt es nicht, okay? Wo steht denn der ÜLW? Sag mal an. Da, wo Freezy liegt. Na dann. Hau ich mir den mal hinten dran. Oh, was hat... Also, Werner, ohne ja? Scheiß. Ja? Das... Steig mal ein. Das, also, Werner, ohne Scheiß, das ist Thumbnail. Nee. Ich weiß nicht mal, wie sowas überhaupt geht, ne? Hier ist ja das Fass. Wollte ihn anhängen und dabei ist die Frontlader abgegangen. Da wollte ich die Frontlader wieder dranhängen und dann ist er so hochgekippt. Das ist absolut unglaublich. Haben wir Pushmod drin? Nee. Nee, leider nicht. Ich glaube, den sollten wir auch ins Standard-Equipment nehmen. Ja, das nützt nichts. Machst du das? Naja. So, du warst hier. Tschüss! Chancen! Chancen! So, ich muss mal kurz hier ins. Beiseite geschoben. Ey, so nice. Ey. Ja, ist... Wenn es anders jetzt schlimmer wird. Nicht an die Anhänger! Oh Mann. Lass die Anhänger da raus! Ich muss weg, ich kann mir das nicht angucken. Ich glaube, ich setze ihn zurück, oder? Ich eigentlich auch nicht, aber ich versuche trotzdem jetzt. Das Ding steht wie eine Kerze, ne? Ja. Setz ihn mal zurück. Bitte. Ja. Aber nicht die Anhänger. So, Weizen brauchen wir in der Brauerei, ja? Ja. Aber wir sollten vielleicht mal die Zeit ein bisschen auf 5 laufen lassen zumindest, weil ich glaube, okay. Sonst... Okay, die war vorher 5, ich habe gedacht, hey, was ist denn hier los, ich drehe mal zurück. Achso, okay, nee, weil ich weiß nicht, ob auf 1 überhaupt was passiert in der Brauerei. Ja, sehr wenig wahrscheinlich. Ja. Haben wir Pflanzenstäben aus, hoffentlich, weil sonst... Haben wir aus. Ja, ist aus, sehr gut. So, wir haben jetzt 30.000 Weizen, 42.000 Gerste und 77.000 Liter Wasser drin. Sehr gut, das heißt, Wasser kann erstmal pausieren, sagst du? Naja, 77.000, also 100.000 ist Max. Ich hol noch einen, alles klar. Jo, hau rein. Hau rein, das Ding. So.
So, einmal auffüllen, bitte. Oh, ich sehe jetzt schon die Kommentare. Wasch mal den Trecker, bitte. Ja. Wir haben eine schöne Waschanlage am Hof. Ich wollte gerade sagen, wir haben eine... Oh, da werden wir gleich mal vorbeifahren jetzt. Eine wunderschöne Waschanlage. Kostet das Geld? Nein, zu viel... Nein. Ja. Würde mich wundern, wenn Wasser doch Volkseigentum ist. Ah ja, ja gut. Schön. Füsi, was ist jetzt mit dem Anhänger? Da wollte ich dich gerade fragen, bringst du ihn jetzt zum Drescher oder soll ich ihn mitnehmen? Nee, ich stelle ihn dir oben bei der Werkstatt ab, ja? Okay. Du nimmst ihn mit, ja? Ja. Mit dem LKW. Oh. Da kommt er wieder. Ja, die Werkstatt ist ja hier vorne. Ja, alles gut. Ich glaube, ich gucke mir morgen die Waschanlage an. Okay, in diesem Sinne. Wir sind doch durch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und ich mache eine Wette, Füße sieht mich nicht. Ich bin nämlich getarnt. Ja, lasst das Däumchen da. In diesem Sinne, wir sind erstmal raus. Bis dahin. Seit wann moderierst du meine Dinge ab?